Ich darf Sie im Namen des Podiums begrüßen. Das Thema der heutigen Veranstaltung ist das deutsch-amerikanische Verhältnis. Und wenn mich jemand vor 2, 3 Jahren gefragt hätte, über dieses Thema zu reden, hätte ich gesagt, es ist langweilig, interessiert mich nicht besonders, weil die Beziehung ist klar. Es ist die Beziehung eines Hegemon zu einem Vasallen. Und wir sind, wie viele Bundesstaaten haben die USA? Wir sind der 52. Bundesstaat der USA. Und die politische Klasse in diesem Land ist im Grunde die gleiche und tut das Gleiche, was aus Amerika kommt. Also was soll man da groß diskutieren? Und dieses politische System ist stabil und da wird sich in den nächsten Jahren nichts ändern. Meine Damen und Herren, so schnell kann sich das drehen. Auf einmal bekommen diese etablierten Parteien hier in Europa Gegenwind aus einer Richtung, mit der sie nun wirklich nicht gerechnet haben. Also insofern ist die Frage nach der deutsch-amerikanischen Beziehung von allerhöchstem Interesse und wir werden versuchen, die verschiedenen Aspekte zu beleuchten. Und die Veranstaltung ist dreigeteilt. Der erste Teil besteht darin, dass die Referenten einen kleinen Vortrag halten. Der zweite Teil besteht darin, dass wir im Podium miteinander ein wenig diskutieren. Und der dritte Teil besteht darin, dass Sie mit den Vertretern des Podiums dann diskutieren, sozusagen der Floor is open for discussion. Es geht ja hier ums deutsch-amerikanische Verhältnis, da kann man ja auch mal schon mal was in Englisch sagen. Das sind die drei Teile und ich beginne jetzt zunächst mal ganz kurz die einzelnen Referenten vorzustellen, die sich dann selber natürlich viel intensiver vorstellen. Also beginnen wird Herr Dr. Roland Hartwig, er ist Jurist und Rechtsanwalt an meiner linken Seite und er wird über Wirtschaftsbeziehungen mit Amerika reden. Der zweite Redner wird sein Rüdiger Lukassen. Wir kennen ihn alle. Er ist der Direktkandidat des Kreises Euskirchen für den Deutschen Bundestag. Und er ist ausgewiesener Militärfachmann. Er war ja Oberst, glaube ich, bei der Bundeswehr. Er wird also über militärische Aspekte reden. Und zum Schluss kommt Herr Uwe Kamann und der redet über Technologie. Über Technologie, insbesondere über die Frage der Digitalisierung und der neuen Technologien, wie da Deutschland in Verhältnis beispielsweise zu den USA steht. Das sind die drei großen Themen und ich erlaube mir zwischendurch immer wieder mal zu intervenieren und auch den einen oder anderen politischen Aspekt in die Diskussion zu bringen. Also, lieber Herr Hartwig, Sie können loslegen und Sie haben exakt 15 Minuten Zeit. Sie wissen, das hat Luther gesagt, ein Pfarrer darf über alles reden, nur nicht über 20 Minuten. Bitte. Bitte? Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite, mein Name ist Roland Hartwig. Wir müssen sehen, ob das noch wegbekommt, die Kopplung. Ich bin von Beruf Rechtsanwalt, geboren 1954 im schönen Berlin, wo ich ab September diesen Jahres auch ganz gerne wieder arbeiten würde. Die letzten 33 Jahre in einem Großkonzern verbracht, einem deutschen Unternehmen, das weltweit aktiv ist, nicht weit von hier am Rhein, und war davon die letzten 17 Jahre Chefsyndikus. Ich habe in diesen Jahren sehr viel mit den Vereinigten Staaten zu tun gehabt und freue mich, dass ich heute Abend hier vor Ihnen die Gelegenheit habe, über meine Erfahrungen und einige Perspektiven zu sprechen. Ich bin seit Mai 2013 in der AfD, Sprecher im Stadtverband Bergisch Gladbach. Ich gehöre zum Rheinisch-Bergischen Kreis und bin dort auch im Vorstand. Ich habe 5 Kinder, 4 davon sind oder werden Juristen werden.
Das Thema heute Abend könnte aktueller nicht sein. Sie wissen, dass Herr Trump am 20. Januar zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten vereidigt wurde. Überraschend für viele, vor allem hier in Deutschland. Und Sie haben es sicherlich verfolgt, seine Ansage an die Welt und an die Amerikaner war America first. Und das wird er umsetzen. Die ersten klaren Indikatoren sehen wir jetzt schon. Die TTIP-Verhandlungen sind beendet worden. Er fordert ausländische Unternehmen auf, Arbeitsplätze in den USA zu schaffen. Sollte sie das nicht tun, droht er mit Importzöllen. Das sind völlig neue Themen, neue Töne auch, die wir aus den USA bisher so nicht gehört haben. Ich möchte aber trotzdem, weil es wichtig ist für das Grundverständnis Deutschland-USA, auch einen Blick in die Historie werfen. Seit 1949 bestehen enge Verbindungen, auch wirtschaftliche Verbindungen zwischen Deutschland und den USA. Wirtschaftlich und natürlich auch militärisch und politisch. Aufbauend auf dem Marshallplan von 1948 flossen 14 Milliarden Dollar nach Europa, um eben hier die Folgen des Zweiten Weltkrieges wirtschaftlich zu überwinden, aber auch, damit der Kommunismus sich in Westeuropa nicht weiter ausbreitet. Auch das war eine klare Intention der Amerikaner seiner Zeit. Die Amerikaner haben dann Deutschland massiv unterstützt, als die Sowjets den Westen Berlin einverleiben wollten. Sie erinnern sich vielleicht an die Luftbrücke von Juni 48 bis Mai 49. Mit der verhindert werden konnte, dass dieser russische Plan aufging. Die USA haben uns sehr stark unterstützt bei der Aufnahme in die NATO und natürlich auch bei der Wiedervereinigung 1990. Vielleicht erinnern Sie sich noch, es gab durchaus Stimmen aus Großbritannien, auch aus Frankreich, aber auch aus Deutschland, die über diese Wiedervereinigung gar nicht so erfreut waren. Und eins muss man auch ganz klar sagen, ja, die Amerikaner haben uns unterstützt, aber ohne Russland wäre die Wiedervereinigung nicht möglich geworden. Nicht ganz ins Bild dieser eigentlich sehr positiven Zusammenarbeit passt, dass bis heute in der UN-Charta noch die sogenannte Feindstaatenklausel enthalten ist, die uns betrifft. Nach dieser Charta der Vereinigten Nationen können Feindstaaten des Zweiten Weltkrieges, gemeint sind wie gesagt wir und vor allem auch Japan, gegen diese Staaten ohne weiteres Zwangsmaßnahmen verhängt werden, wenn sie erneut eine aggressive Politik verfolgen sollten. Und das schließt auch militärische Interventionen nicht aus. Ich finde, das ist schon eine erstaunliche Feststellung. 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges gab es auch keine ernsthaften deutschen Bemühungen, diese Feindstaatenklausel zu Fall zu bringen. Sie ist unverändert in Kraft. Heute sind Deutschland und die USA weltweit zwei führende Handelsnationen. Und wir haben wirklich umfassende Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen diesen beiden Ländern. Hinzu tritt ein sogenanntes Doppelbesteuerungsabkommen, das ist wichtig. Man will verhindern, dass wenn ein Unternehmen in einem Land Gewinne macht, aber in dem anderen Land zu Hause ist, es zweimal besteuert wird für die Gewinne. Auch das ist natürlich ganz wichtig für Unternehmen, die im Ausland tätig sind. Die USA sind heute, genauer gesagt im Jahr 2015, das ist die aktuelle Zahl, die ich hier habe, der größte Abnehmer deutscher Exporte. 124 Milliarden Dollar Exporte 2015 von Deutschland in die USA. Und auch die Direktinvestitionen deutscher Unternehmen in den USA haben Rekordhöhe. Sie lagen Ende 2015 bei 255 Milliarden Dollar. Direktinvestitionen, man hat dort Anlagen, Betriebe gekauft und sich an Unternehmen beteiligt. Umgekehrt ist Deutschland in der Europäischen Union der wichtigste Ansprechpartner und Handelspartner für die USA. 2015 haben die Vereinigten Staaten nach Deutschland Waren im Wert von 50 Milliarden Dollar exportiert. Die amerikanischen Direktinvestitionen in Deutschland sind deutlich tiefer als umgekehrt. Sie liegen Ende 2015 bei 108 Milliarden Dollar. Amerikanische Unternehmen haben ungefähr 800.000 Arbeitsplätze in Deutschland, die gleiche Zahl
etwa umgekehrt deutsche Unternehmen in den USA. Und damit will ich auch schon mit den Zahlen aufhören. Es wird nämlich deutlich, welche besondere Bedeutung der Außenhandel für Deutschland mit den USA hat. Wesentlich höher als umgekehrt, und deshalb ist die Handelsbeziehung zwischen diesen beiden Staaten für uns ungleich wichtiger als umgekehrt. Was man auch noch sehen muss: Wir sind ein Land, das sehr stark vom Export lebt. Wenn man das Verhältnis bildet von Exporten von Waren und Dienstleistungen zum Bruttosozialprodukt, zur Wertschöpfung in einem Jahr, dann liegt Deutschland hier bei 47%. Das heißt, 47% unserer Wertschöpfung nehmen wir vor durch Exporte ins Ausland. In den USA liegt dieser Anteil nur bei 14%, also ungleich niedriger. Man muss auch sehen, dass wir, und ich denke, Kollege Kamann wird darauf noch zu sprechen kommen, sehr stark inzwischen auch technologisch von den Vereinigten Staaten abhängen. Nehmen wir nur als Stichworte die digitalisierte Datenspeicherung und Datenverarbeitung. So, und vor diesem Hintergrund spricht die Bundesregierung oder sprach die Bundesregierung, bis Trump zumindest, davon, dass diese beiden Länder durch freundschaftliche Beziehungen miteinander verbunden sind. Und hier möchte ich heute Abend das erste große Fragezeichen setzen. Was heißt denn Freundschaft zwischen Staaten? Freundschaft ist auch dadurch charakterisiert, dass Leistungen ohne Gegenleistungen erbracht werden. Aber natürlich wird in der Wirtschaft nichts geschenkt werden. Es gibt aus meiner Sicht keine Freundschaften zwischen Staaten. Es gibt allenfalls gleichgerichtete Interessen. Aber es gibt auch gegenläufige Interessen, und das ist das Thema vor allen Dingen hier heute Abend für mich. Natürlich gibt es unterschiedliche Interessen zwischen den USA und Deutschland. Wenn wir sehen, wie sich die Bundesregierung verhält, wenn derartige unterschiedliche Interessen aufeinanderstoßen, dann müssen wir feststellen, dass sie eine Anpassungspolitik an amerikanische Vorstellungen vornimmt und eigene deutsche Interessen vernachlässigt. Und das möchte ich Ihnen anhand von drei Beispielen kurz beleuchten. Zum einen die Wirtschaftssanktionen gegen Russland, zum anderen TTIP und zum dritten überzogene Forderungen in US-Prozessen gegen deutsche Unternehmen, als Beispiele hierfür VW und die Deutsche Bank. Fangen wir an mit den Russland-Sanktionen. Sie wissen, Ausgangspunkt war die Krim-Krise und die Annexion der Krim durch Russland. Und es hat sich dann fortgesetzt durch eine Unterstützung der Separatisten in der Ostukraine, ebenfalls durch Russland. Als Jurist, wir haben auch ein bisschen Latein, heißt es aber immer, bevor man sich entscheide, hörte man auch die Gegenseite. Audiatur et altera pars. Und wenn wir uns das mal anschauen, dann muss man fairerweise sagen, dass die Krim zu fast 2/3 von Russen bewohnt wurde und wird. Und jeder vierte Einwohner der Krim ist Ukrainer. Erst 1954 unter der Herrschaft der Sowjetunion und durch Chruschtschow ist die Krim überhaupt der Ukraine zugeordnet worden. Die Krim ist traditionell der Standort der russischen Schwarzmeerflotte. Es gibt Stationierungsabkommen zwischen der Ukraine und Russland, zuletzt aus dem Jahr 1997. Danach nutzen die Russen für ihre Schwarzmeerflotte 3 Häfen und 2 Flugplätze und zahlen dafür 100 Millionen Dollar pro Jahr an die Ukraine. Die Konflikte, die aufgebrochen sind durch die Krim-Krise und später auch im Osten der Ukraine, sind auch und nicht unwesentlich zurückzuführen auf das Assoziierungsabkommen, das die Europäische Union mit der Ukraine betrieben hat, gerade auch 2012, mit dem Ziel, die Ukraine an die Europäische Union wirtschaftlich und möglicherweise auch politisch heranzuführen. Gleichzeitig waren die Russen bemüht, die Ukraine in ihre Zollunion hineinzubringen, die sogenannte Eurasische Zollunion mit Russland, Weißrussland und Kasachstan. Und beides schloss sich natürlich aus, entweder oder. Das heißt, das Assoziierungsabkommen der Union hat diese Unruhen, hat die Entwicklungen dort
spürbar befeuert und zu einer Spaltung dieses Landes beigetragen. Das sollte man fairerweise auch mit im Blick haben. Schauen wir uns jetzt einmal die Sanktionen und die Auswirkungen dieser Sanktionen an. Auch mit Russland haben wir ein erhebliches Handelsvolumen gehabt. 2013 lag der Wert der Waren, die von Deutschland an Russland exportiert wurden, bei 36 Milliarden Euro. 2 Jahre später sind sie auf 22 Milliarden Euro zurückgegangen. Davon etwa 7 bis 8 Milliarden Euro pro Jahr zurückzuführen auf die Sanktionen. Unsere Experten erwarten, dass Deutschland in den nächsten Jahren aufgrund der Sanktionen etwa 1% Wirtschaftswachstum weniger haben wird. Und es gibt keine andere große Volkswirtschaft, die auch nur annähernd so stark dadurch berührt ist von den Sanktionen wie Deutschland. Insbesondere Auswirkungen auf den Maschinenbau, die Automobilbranche, die Elektrotechnik und die Elektronikindustrie. Betroffen sind hier bei uns vor allem mittelständische Unternehmen. Der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft befürchtet die Gefährdung von bis zu 150.000 Arbeitsplätzen. Jetzt schauen wir uns mal an, wie die Entwicklung in den USA verlaufen ist. Dort sind 2013, Beginn der Sanktionen zu 2014, die amerikanischen Warenlieferungen an Russland um 6% gestiegen. Das heißt, wir zahlen als Deutsche einen besonders hohen Preis, anders als die USA, für die Sanktionen. Und was fast noch wichtiger ist als die wirtschaftlichen Konsequenzen, die Sanktionen haben zu einer spürbaren Abkühlung der deutsch-russischen Verhältnisse geführt. Sie stehen auch einer weiteren politischen Annäherung diametral entgegen. Es ist meine feste Überzeugung, dass es auf Dauer in Europa keine Stabilität ohne Russland geben kann. Daran haben wir als Deutsche ein ungleich höheres Interesse als die USA. Deshalb bin ich der festen Auffassung, dass wir die Sanktionen beenden sollten. Das wäre in unserem Interesse. Stattdessen, federführend auch durch die Bundeskanzlerin, wurden sie gerade erneut um 6 Monate verlängert. Zweites Beispiel, TTIP. Kennen Sie transatlantisches Handels- und Investitionspartnerschaftsabkommen? Geheim verhandelt zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten, durch Trump jetzt obsolet geworden. Aber die Europäische Union und Deutschland hätten TTIP unterschrieben. Was ist der wesentliche Inhalt von TTIP? Man wollte tarifäre und nicht tarifäre Handelshemmnisse abbauen. Tarifäre, das sind vor allen Dingen Zölle, nicht das Thema, wird vielleicht wieder das Thema werden, wenn Trump an seiner Politik festhält. Hier war das Problem im Wesentlichen bei den nicht-tarifären Handelshemmnissen. Das sind zum Beispiel Umweltstandards, Arbeitsschutzstandards, Verbraucherschutzstandards, die in Europa traditionell deutlich höher sind als in den USA. Ziel war also eine Angleichung dieser Standards und nicht im Zweifel auf unserer hohen europäischen Ebene, sondern deutlich darunter. Das hat auch zu Recht viele Opponenten und Kritiker auf den Plan gerufen. Was aus juristischer Sicht aber auch besonders hervorstach, war die Idee, Schiedsgerichte einzurichten, keine staatlichen Gerichte. Und vor diesen Schiedsgerichten konnten Unternehmen, so der Plan, gegen Staaten klagen, wenn sich diese Unternehmen in ihren Investitionen behindert sahen durch neue Standards. Im Klartext, wenn also Deutschland neue Umweltstandards eingeführt hätte, hätte ein amerikanisches Unternehmen die deutsche Regierung auf entgangenen Gewinn aufgrund dieser zusätzlichen Standards vor einem Schiedsgericht verklagen können. Diese Schiedsgerichte wären auch nicht etwa mit Richtern besetzt gewesen, sondern mit Anwälten und es ist zu vermuten auch mit sehr vielen amerikanischen Anwälten. Diese Entscheidungen wären abschließend gewesen. Es hätte kein staatliches Gericht sich jemals damit befasst. Und es ist doch völlig klar, dass ich Souveränität verliere als Staat, wenn ich vor der Frage stehe, ob ich neue Standards im Verbraucherschutz, im Umweltschutz einführe und dann das Risiko von Haftungsansprüchen vor Schiedsgerichten laufe, als wenn ich das eben nicht tue.
Und diese Sorge ist eine zweite große Sorge gewesen zu TTIP, aber auch das hätte die deutsche Regierung mitgemacht. Auch diese weitere Souveränität hätte sie aufgegeben. Drittes Beispiel. Sie sehen fast immer noch täglich die Schlagzeilen zu VW und zur Deutschen Bank. Hier sind Großprozesse in Gang gesetzt worden in den Vereinigten Staaten gegen deutsche Unternehmen. Großprozesse sind in den USA nicht unüblich. Man muss das so verstehen, es hat sich dort letztlich eine Rechtsindustrie herausgebildet, getrieben durch große Anwaltskanzleien. Das liegt an einer ganzen Reihe von Parametern des US-Prozessrechts, die will ich jetzt im Einzelnen nicht darstellen, das würde den Abend sprengen. Aber zum Beispiel gibt es keine Kostenerstattungspflicht des Verlierers. Ich kann jemand verklagen, kann ihm Kosten zufügen, verliere und schulde ihm nichts. Es gibt dafür dann aber Erfolgshonorare der eigenen Anwälte, die sehr oft meinen eigenen Prozess auch noch vorfinanzieren, das heißt, es kostet mich überhaupt nichts, dann aber natürlich auch in erheblichem Umfang bis zu 40% am Prozessergebnis partizipieren wollen. Und wenn wir Prozesse haben, in denen es um Milliarden geht, können Sie sich vorstellen, welches ökonomische Interesse diese Anwaltskanzleien am Prozessausgang haben. Diese amerikanische Rechtsindustrie setzt pro Jahr etwa 250 Milliarden Dollar um. Stellen Sie sich mal die Attraktivität dieses Marktes dar. 250 Milliarden Dollar. Und mehr als die Hälfte dieses Betrages fließt in die Tasche der Anwälte und ihrer Gehilfen, Berater, Sachverständige. Und diese Rechtsmaschinerie ist natürlich jetzt auch gegen die Deutsche Bank und gegen VW aufgefahren worden. Schauen wir uns mal ganz kurz diese beiden großen Themen an. VW hat, gar keine Frage, eine Betrugssoftware eingesetzt. Und ich will auch VW jetzt nicht irgendwie freisprechen davon, überhaupt nicht. Betroffen sind 11 Millionen Fahrzeuge weltweit, davon 500.000 in den USA. VW wird für diese 500.000 ungefähr 20 Milliarden Dollar aufbringen müssen. Multiplizieren wir das mal bei 11 Millionen Fahrzeugen mit 20, dann würden wir über 400 Milliarden Dollar reden. Und das zeigt, dass diese Sanktionen der Amerikaner unverhältnismäßig sind. Unverhältnismäßig sind. Das Gleiche gilt aus meiner Sicht für die Deutsche Bank. Auch hier will ich Sie nicht irgendwo freisprechen von den Vorwürfen. Aber der Deutschen Bank wird vorgeworfen, dass sie an dubiosen Hypothekengeschäften in den USA mitgewirkt hat. Das Ganze ist aber zurückzuführen auf staatliche Programme, mit denen man im Prinzip Einkommensschwachen zu Eigentum verhelfen wollte. Der amerikanische Staat hat steuerliche Anreize gesetzt, gerade auch für Banken und Kreditgeber, hier solche Kredite zu gewähren. Es entstand eine gewaltige Immobilienblase, die irgendwann mal geplatzt ist und die sicherlich auch einen erheblichen Beitrag geleistet hat für die Finanzkrise 2008. Jetzt aber herzugehen und die Banken in Haftung zu nehmen, ist doch mehr als zweifelhaft für ein Programm, an dem, wie gesagt, die amerikanische Regierung selber mitgewirkt hat. Gegen die Deutsche Bank hat man zunächst 14 Milliarden Dollar Strafe verlangt. Am Ende hat man sich auf nur 7,2 Milliarden Dollar geeinigt. Das ist immer noch eine der höchsten Summen, die gegen eine nicht-amerikanische Bank verhängt worden sind. Trotz Ursachensetzung durch die amerikanische Regierung selbst. Und jetzt kommt mein Punkt. Natürlich sind auch wirtschaftliche Interessen Deutschlands angesprochen, wenn derart erhebliche Summen der deutschen Volkswirtschaft entzogen werden. Wir müssen sehen, dass wir nur noch eine Bank haben mit internationalem Format, nämlich die Deutsche Bank, und dass die internationalen Wettbewerber, vor allem die angloamerikanischen Banken, schon nicht sehr traurig darüber sein würden, wenn die Deutsche Bank erheblich geschwächt werden würde. Wir haben auch nicht mehr viele Industrien in Deutschland, die führend sind. Die Automobilindustrie ist führend. Und natürlich ist auch hier die Konkurrenz alles andere als unglücklich darüber, wenn die deutsche Automobilindustrie hier zur Kasse gebeten wird. Was macht die Bundesregierung? Nichts. Haben Sie irgendein Wort gehört, hier mäßigend auf die Amerikaner einzuwirken? Nichts. Und da denke ich, machen wir einen großen Fehler. Jedes Land muss auch seine eigenen Interessen wahrnehmen und verteidigen, nur wir nicht.
Mein Fazit: Es gibt enge wirtschaftliche Verbindungen, gar keine Frage, zwischen den USA und Deutschland. Sie sind gerade auch für uns sehr, sehr wichtig. Dennoch, es gibt auch abweichende Interessen beider Länder und wir müssen eigene Interessen behutsam, beharrlich und konsequent auch gegenüber den Amerikanern wahrnehmen. Wenn wir das nicht tun, wird es niemand für uns machen. Die Bundesregierung vertritt unsere Belange hier nicht ausreichend. Auch das wollen und müssen wir ändern. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Hartwig. Sie haben 6,5 Minuten überzogen. Das geht von Ihrer Lebenszeit ab. Denken Sie dran. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt den nächsten Vortrag gleich hören und dann den nächsten auch. Und dann gehen wir in die Diskussion. Also jetzt spricht Herr Lukassen über die militärische Beziehung zwischen Deutschland und den USA. Sie haben das Wort. Dankeschön. Ja, zu dem militärischen Teil unseres Zykluses heute Abend. Mein Name ist, wie schon gesagt, Rüdiger Lukassen. Ich bin hier aus dem Kreisverband Euskirchen der AfD, wohne im Höhengebiet von Bad Münstereifel, also nicht sehr weit von hier entfernt, im Kreis Euskirchen und gebürtig komme ich ja aus Norddeutschland, wohne aber schon sehr lange im Rheinland und auch im Kreis Euskirchen. Nach dem Abitur in Norddeutschland bin ich zur Bundeswehr gegangen, habe dort an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg Wirtschaftswissenschaften mit Abschluss Diplom-Kaufmann studiert und das galt mir. Habe dann eine fliegerische Ausbildung zum Hubschrauberführer gemacht, bin fast 30 Jahre Kampfhubschrauber geflogen, habe dann einer Generalstabsoffizier-Ausbildung teilgenommen und entsprechend waren meine Verwendungen in den 34 Jahren meiner Bundeswehrzeit, das heißt im Inland, bei der NATO, in Führungsverwendungen in der Truppe, Kommandeur in einem Kampfhubschrauberregiment, aber natürlich Stabsverwendungen in der NATO, im Bundesverteidigungsministerium, in Ämtern und so weiter. Ich bin dann vor gut 10 Jahren früh aus der Bundeswehr auf eigenen Wunsch ausgeschieden, als Oberst im Generalstab, habe eine eigene Firma gegründet, die ProAdis GmbH mit Sitz in Bonn, die sich mit Ausbildungslösungen für Streitkräfte beschäftigt, national und international. Und in diesem Zusammenhang hatte ich ein längeres Projekt in Russland und auch eine Dependance meiner Firma über fast 3 Jahre in Abu Dhabi, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ich konnte also diese beiden Kulturen, ohne zu wissen, dass ich mich hier und heute so stark politisch betätigen würde, kennenlernen. Das war sehr interessant. Also insgesamt, wenn Sie so wollen, 44 Jahre im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik tätig. Und das möchte ich auch fortsetzen und schließe da gleich an der Aussage meines Kollegen Herrn Hartwig. Dann sehen wir uns Ende September in Berlin wieder. Genau. Das ist ein Ansporn, danke. Zu den USA. Die Streitkräfte sind ein zentrales Instrument der Außenpolitik der USA. Oberbefehlshaber, das wissen Sie, ist der amerikanische Präsident. Der Etat für die US-Streitkräfte betrug im Jahre 2016 800 Milliarden US-Dollar. Der Auftrag der Bundeswehr ist im Artikel 87a unseres Grundgesetzes festgelegt, da heißt ganz einfach, der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. Jahrzehntelang seit ihrer Aufstellung im Jahr 1956 war damit ausschließlich die Abwehr eines unmittelbaren Angriffs auf die Bundesrepublik Deutschland gemeint.
im Weiteren von mir nur noch Deutschland genannt. Seit über 20 Jahren, definitiv seit dem Parlamentsbeteiligungsgesetz im Jahr 1995, hat sich der Aufgabenumfang unserer Bundeswehr durch diverse sogenannte Einsätze aus Land im Frieden, ganz wichtig, aber so heißt es, erweitert. Die beiden Streitkräfte, US und Deutsche, unterscheidet damit nicht nur ihre unterschiedliche Stärke von 2,5 Millionen Soldaten zu 175.000 Soldaten, sowie das 20-fache des Budgets auf amerikanischer Seite, sondern vor allen Dingen ihr Auftrag. Für die USA sind die Streitkräfte ein Instrument der Außenpolitik und für die Hegemonialstellung ihres Landes oder des Landes von entscheidender Bedeutung. Für Deutschland sind die Streitkräfte in erster Linie da, Sicherheit und Stabilität im internationalen Kontext zu garantieren. Das sind zwei grundverschiedene Ansätze. Trotzdem finden die beiden Streitkräfte über das Militärbündnis der NATO eine verzahnte und über Jahrzehnte gewachsene Zusammenarbeit in der Rüstung, der Ausbildung und den Einsatzgrundsätzen. Unsere Streitkräfte, die der Bundeswehr, sind aber auch nicht ohne Hilfe der Verbündeten in der Lage, das gesamte Territorium Deutschlands gegen eine groß angelegte Aggression zu schützen. Was bestimmt also unsere Verteidigungsfähigkeit? Welche Bundeswehr brauchen wir? Welche Bedeutung hat die NATO für uns? Wie viel Unabhängigkeit von den USA können wir uns leisten? Welche sicherheitspolitischen Lösungen hat die AfD für die Zukunft? Lassen Sie mich diese Fragen an 5 kurz ausgesuchten Thesen beantworten bzw. zur Debatte oder zur Diskussion stellen. These 1: Die Aufstellung und Geschichte der Bundeswehr ist wesentlich beeinflusst durch die durch die USA. Mit dem Entschluss der Wiederbewaffnung Deutschlands und zur Aufstellung der Bundeswehr standen die Planer unter erheblichem Druck. Bundeskanzler Adenauer drängte auf rasche Durchführung des ehrgeizigen Aufbaus einer Streitmacht von fast 500.000 Soldaten, um seiner Politik der Westintegration bei den Bündnispartnern Glaubwürdigkeit zu verleihen. In den Aufbaujahren der Bundeswehr orientierte man sich weitgehend an traditionellen Modellen, vor allem an der amerikanischen Heeresorganisation. Die Ausrüstung und Aufrüstung der ersten Jahre bestand weitgehend aus US-Gerät und war nicht immer einheitlich. Unter Verteidigungsminister Strauß wurden entsprechend der konzeptionellen Ausrichtung der Bündnispartner und auf Drängen der US-Führungsmacht auch nukleare Trägerwaffen eingeführt, die wir immer noch haben. Für die USA war Mitteleuropa Aufmarschgebiet und diente der Eindämmung des Sowjetblocks. Die Konfrontationslinie verlief damit mitten durch Europa und vor allen Dingen durch Deutschland. Die deutschen Streitkräfte waren ausschließlich in die NATO eingebunden. Die Bundeswehr war als Kampftruppe Teil der Vorneverteidigung und mit ihrer Territorialorganisation zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit in der Kampfzone zuständig. Der eiserne Vorhang trennte zwei Welten auf dem Rücken Deutschlands. Deutschland hatte keine weitere Handlungsfreiheit und bewusst keine Macht, zumindest keine Militärmacht, sicherheitspolitische Interessen in der Welt zu artikulieren. Das liegt 60 Jahre zurück. Heute müssen wir mehr denn je eine eigene sicherheitspolitische Verantwortung tragen. Und das wissen wir nicht erst seit dem 9. November, seit Trump gewählt worden ist. Die AfD setzt sich für den Abzug aller auf deutschem Boden stationierten alliierten Truppen und insbesondere ihrer Atomwaffen ein. These 2: Die Bundeswehr kann keine Einsätze über mittlere und große Entfernung ohne
logistische Unterstützung der USA durchführen. Seit ihrer Gründung war die Bundeswehr hinsichtlich Umfang, Struktur, Ausrüstung und Ausbildung auf das operative Erfordernis einer statisch-linearen Verteidigung in der Mitte Europas ausgerichtet. Mit dem erweiterten geografischen und funktionalen Aufgabenspektrum sah sich die Bundeswehr neuen Herausforderungen gegenüber, für die in ihrer Struktur, Ausrüstung und Ausbildung bisher keine oder nur im beschränkten Umfang Vorsorge getroffen worden war. Die Bereitstellung mobiler und flexibler Einsatzkräfte, die in kurzer Zeit über strategische Entfernungen außerhalb des NATO-Vertragsgebietes verlegt werden können. Diese Verlegefähigkeit wurde seitdem, also Mitte der 90er Jahre und noch bis heute, kommerziell gechartert oder durch die Amerikaner bereitgestellt. Die Mitte der 90er Jahre, also zur gleichen Zeit unter Kohl eingeleitete Friedensdividende, führte die Bundeswehr dann auch noch zusätzlich zu einer erheblichen Verringerung des Personals und zu einer Abschaffung sowie zumindest Einsparung bei Großgerät, Hubschrauber zum Beispiel. Frau von der Leyen will jetzt mit der sogenannten Trendwende Personal und der Trendwende Rüstung, ihre Begriffe, die nach ihren Worten bereits seit 25 Jahren bestehende Verwaltung des Mangels beenden. Zu dieser These stellt die AfD fest, dass unsere Streitkräfte nur noch bedingt einsatzbereit sind. Wir benötigen eine eindeutige sicherheitspolitische Vorgabe, ein modernes Rüstungsmanagement, einen Haushalt der Struktur, Ausrüstung und Personal unserer Streitkräfte gemessen an ihrem Auftrag sicherstellt. These 3. Das Militärbündnis der NATO ist überwiegend ein politisches Bündnis und beschränkt die sicherheitspolitische Selbstbestimmung der Bundesregierung. Sie wissen, der wesentliche Teil des NATO-Vertrages ist der Artikel 5, die Beistandsverpflichtung, damit ist sowohl die individuelle als auch das Recht und die Notwendigkeit der kollektiven Selbstverteidigung gemeint. Das ist das immer, was wir im NATO-Vertrag kennen und im NATO-Bündnis kennen, seit 1949, als es mal 12 Staaten waren. Übrigens, NATO wurde von den USA eingeführt, der Vertrag wurde in Washington geschlossen und heute müssen die Bündnispartner immer noch, ob es damals die 12 waren oder heute 28, ihre Beitragsvertrag, sage ich mal, bei der amerikanischen Regierung hinterlegen. Nicht in Brüssel, bei der amerikanischen Regierung. Ab Mitte der 90er Jahre, beziehungsweise nach dem endgültigen Abzug der russischen Truppen aus dem Gebiet der neuen Bundesländer, Ende 1994, erfolgte eine sicherheitspolitische und militärische Annäherung an die Russische Föderation. Die NATO-Russland-Grundakte ist eine 1997 in Paris unterzeichnete völkerrechtliche Absichtserklärung zwischen der NATO und Russland. Die NATO-Russland-Grundakte erkennt die Veränderungen seit dem Ende des Kalten Krieges an und strebt ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis an, um einen gemeinsamen Sicherheits- und Stabilitätsraum zu schaffen, so 1997. Der NATO-Russland-Rat wurde 2002 in Rom gegründet und eingerichtet und dient der Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den NATO-Staaten in Russland und Russland in Fragen der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Die Einbindung zu dem Zeitpunkt, die Einbindung Russlands in die NATO bewirkte zunächst eine intensive Zusammenarbeit auf vielen Ebenen. Russland beteiligte sich bereits zuvor mit bis zu 1500 Soldaten an den NATO-geführten Missionen in Herzegowina und im Kosovo. Polen, so ging es weiter, Polen und die baltischen Staaten und die meisten osteuropäischen Staaten traten zwischen 1999
und 2004 der NATO bei. Allerdings installierte die NATO 2010 einen sogenannten NATO-Raketenschutzschirm, beginnend in Rumänien, dann Türkei und Polen. Und die Kommandozentrale für diesen Raketenschutzschirm befindet sich auf dem amerikanischen Stützpunkt Ramstein in Deutschland. Der Westen argumentierte, die Raketen, die auch mit Atomsprengköpfen bestückt werden können und die dazugehörigen leistungsstarken Raketenanlagen seien gegen den Iran gerichtet. Russland empfindet diese hauptsächlich durch die USA finanzierte und betriebene Anlage als Bedrohung, die als Aufrüstung der NATO und als Gefährdung des strategischen Gleichgewichts in Europa. Mit der Annexion der Krim holte sich Russland aus seiner Sicht wieder geostrategische Bedeutung in Europa zurück. Mit den dann folgenden Maßnahmen, vor allen Dingen den Sanktionen gegen Russland, befinden wir in Deutschland, uns in einer verfahrenen sicherheitspolitischen und auch außenpolitischen Situation. Die AfD steht für zukunftsorientierte Lösungen. Zurzeit ist unser Verhältnis zu Russland nachhaltig gestört, auch militärisch natürlich, weil die USA über die NATO ihre sicherheitspolitischen Interessen in Europa durchsetzen. Die AfD tritt deshalb dafür ein, zur deutschen Außen- und Sicherheitspolitik eine langfristige, ressortübergreifende Gesamtstrategie zu erarbeiten und umzusetzen. Danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Lukassen. Nun spricht Herr Kamann über Technologie und Digitalisierung. Vielleicht nehmen Sie sich noch was zu trinken. Nach den zwei heißen Vorträgen wird die Technologie ein bisschen trocken sein, damit Sie ein bisschen Feuchtigkeit haben. Und ich verspreche Ihnen, dass ich nicht kürzer sein werde. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte heute Abend versuchen zu verdeutlichen, worum es eigentlich geht, wenn wir von einem technologischen Verhältnis und damit auch von technologischer Führerschaft oder technologischer Abhängigkeit sprechen. Und ich möchte auf das eingehen, was unsere Gesellschaft in den nächsten Jahrzehnten uns tiefgreifende Veränderungen bringen wird und unsere Gesellschaft nachhaltig prägt. Der digitale Wandel. Es ist das zentrale Thema, von manchen erkannt, von vielen halbherzig betrachtet und leider von den meisten völlig unterschätzt. Aber bitte gestatten Sie mir, mich auch zuerst vorzustellen. Wie man deutlich sehen kann, bin ich der Benjamin von dem Trio. Also ich bin 58 Jahre alt und wohne in Aachen. Ich bin Gründer, Hauptaktionär und Vorstandsvorsitzender einer der führenden Beratungsgesellschaften in Deutschland im Bereich IT-Sourcing und digitaler Wandel. Bin zudem noch Partner einer IT-Gesellschaft, einer Beratungsgesellschaft in Los Angeles, die sich mit dem Thema digitaler Wandel und besonders den gesellschaftlichen Auswirkungen des digitalen Wandels beschäftigt. Davor arbeitete ich unter anderem im Vorstand Zentraleuropa beim amerikanischen weltweit führenden IT-Service-Unternehmen. Innerhalb der AfD bin ich stellvertretender Sprecher des Kreisverbandes Aachen. Ich bin stellvertretender Leiter des Landesfachausschusses Wirtschaft in NRW und bin Mitglied im Bundesfachausschuss Wirtschaft, Steuern und Haushaltspolitik. Meine Damen und Herren, der heutige Abend stellt unser Verhältnis und damit der USA in den Mittelpunkt und natürlich die damit verbundenen Beziehungsgeflechte und auch Abhängigkeiten. Doch wir kommen nicht umhin, auch den asiatischen Wirtschaftsraum und hier besonders China
mit in unsere Betrachtung einzubeziehen, weil alles andere wäre fahrlässig. China wuchs 2016 wirtschaftlich stärker als die USA mit einem Wachstum von 7,6%. Zum Vergleich, wir in Deutschland liegen so bei 1,6%, was aber für chinesische Verhältnisse relativ niedrig ist. Trotzdem bleibt die USA die stärkste Wirtschaftsnation der Welt. Zum Vergleich, das Bruttoinlandsprodukt von China betrug letztes Jahr ungefähr 11 Billionen Dollar, das der Vereinigten Staaten von Amerika 18 Billionen. Aber das nur als Seitenblick. Wir reden über die digitale Weltrevolution und Führerschaft bei Technologien. Der sogenannte Technologieführer zeichnet sich im Allgemeinen durch das Beherrschen von Wissenschaft, von den technischen Produktionsabläufen und auch den Prozessen aus. In der Regel verfügen Technologieführer im Gegensatz zu ihren Wettbewerbern über einen Technologievorsprung bei Entwicklungsprogrammen und bei den modernsten Technologie- und Produktionstechniken. Und genau dieser Technologievorsprung hat es zum Beispiel im Maschinenbau und Automobilbau zu einer weltweit führenden Stellung verholfen. Wobei der Begriff Technologieführerschaft immer von dem Bezugsrahmen abhängt. Ist eigentlich wichtig, ist man Technologieführer zum Beispiel von Kindersitze oder ist man Technologieführer im Automobilbau? Und zwar die Technologieführerschaft in einem wirtschaftlich und beschäftigungspolitisch weniger relevanten Bereich ist damit zu vernachlässigen. Die Führerschaft in Schlüsselindustrien wie Maschinenbau mit einer hohen nationalen Wertschöpfung ist natürlich sehr bedeutsam. Umso schlimmer und besorgniserregender, finde ich, ist die Entwicklung, die wir derzeit beobachten müssen. In den Bereichen, in denen wir noch führende Marktstellung in Schlüsselindustrien genießen, erleben wir den Trend zum Ausverkauf unserer nationalen technologischen Kompetenzen, hauptsächlich an amerikanische und asiatische Großkonzerne und an internationale Investoren. Und dies gefährdet die deutsche Stellung in der Weltwirtschaft. Der renommierte Ökonom Max Otte warnt, dass vor 11 Jahren noch 70% der Aktien deutscher Großkonzerne im deutschen Besitz waren. Meine Damen und Herren, heute sind es nur noch 30%. Durch diese Entwicklung sieht Otte gar die soziale Marktwirtschaft in Deutschland bedroht. Er sagt wörtlich: Ich würde es als Ausverkauf der deutschen Wirtschaft sehen. Meine Damen und Herren, diese Aderlass und die Versäumnisse der politischen Weichenstellung beim digitalen Wandel, auch bekannt als Industrie 4.0, wird die Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft und Gesellschaft von den USA und China weiter verstärken. Und gerade in diesem digitalen Wandel hinkt Deutschland auf der technologischen Seite um Jahre und nicht nur den USA. Anderen Ländern hinterher. Der fehlende flächendeckende Ausbau schneller Breitbandnetze, und davon rede ich jetzt nicht, was Sie zu Hause haben. Hier rede ich um 200, 300 Mbit. Nicht diese 16, 20, 30, wenn sie gut sind, dann 50 Mbit, die sie zu Hause haben. Die inkonsequente technologische Förderung des Mittelstandes bei der Digitalisierung oder das Absenken unseres Bildungsniveaus durch ideologisch geprägte Bildungskonzepte. Werden besonders unsere technologische Abhängigkeit von den USA und Asien weiter vergrößern. Wer aber in Zukunft die Digitalisierung technologisch und intellektuell beherrscht, wird massiven Einfluss auf die gesellschaftliche und politische Ausprägung der weltweiten Gesellschaft haben. Wenn wir also in Zukunft von technologischer Abhängigkeit ganzer Volkswirtschaften sprechen, wird das Thema Digitalisierung ganz vorn anstehen. Warum das so ist, möchte ich Ihnen darstellen. Seit der Digitalisierung des Lebens, die Anfang der 90er Jahre begann, hat sich die Macht des Digitalen explosionsartig ausgeweitet. Von der Technik, mit der man 3D-Produkte drucken kann, über künstliche Intelligenz für Service Center bis zu selbstfahrenden Autos. Immer wieder lehrt uns die Entwicklung das Staunen. Alle Paradigmenwechsel der Vergangenheit hatten gemeinsam, dass durch die eingesetzten Technologien das Leben erleichtert und verbessert wurde und dass Produkte günstiger hergestellt werden konnten.
Kollege Roboter reicht heute dem Techniker am Fließband schwere Bauteile an. Er produziert, bei Menschen würde man sagen leichthändig, was wir an Konsumgütern und Technik benötigen. Nur zumindest zum größten Teil. Das ist die positive Auswirkung der aktuellen Entwicklung. Allerdings gibt es auch negative Auswirkungen, wie die zu erwartenden Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Meine Damen und Herren, der digitale Wandel ist also im vollen Gang. Es bilden sich immer mehr sogenannte Systeme, bei denen mechanische und elektronische Bauteile über das Internet miteinander kommunizieren. Produktionssysteme steuern sich selbst. Information, Kommunikation, Produktion und Wartung verschmelzen. Was automatisch ausgelöst und wie verarbeitet werden kann, wird automatisiert. Produktions- und Betriebssysteme, die sich selbst überprüfen, die rasant voranschreitende Vernetzung der Welt und technische Hilfsmittel, wie gerade genannt 3D-Drucker, machen Unternehmen unabhängiger von Standorten. Denn die Wahl von Produktionsstandorten wurde und wird noch unter dem Aspekt getroffen, in welcher Region die am besten ausgebildeten Mitarbeiter verfügbar sind. Aber die menschliche Arbeitskraft ist ein Faktor, der zunehmend weniger wichtig wird. Die Digitalisierung wird zu Fabriken führen, die wie von Geisterhand gesteuert, fast ohne begleitendes menschliches Zutun funktionieren. Da kann ich Ihnen ein Beispiel ganz kurz nennen. Wir sind in den USA, sind wir gerade in einem Projekt tätig, was so ein riesiges Einkaufszentrum vollkommen ohne menschliche Hand steuert. Keiner mehr da. Weder in der Logistik, das wird alles automatisch gesteuert. Und die Steuerung ist 1000 Kilometer weit weg. Neue anspruchsvolle Arbeitsplätze, auch und besonders durch den digitalen Wandel, werden dort entstehen, wo der Staat die notwendigen Voraussetzungen schafft. Eine Volkswirtschaft, die es nicht schafft, rechtzeitig notwendigen Weichen zu stellen, meine Damen und Herren, nimmt leichtfertig in Kauf, dass der Kampf um die verbleibenden Arbeitsplätze, besonders im Niedriglohnsektor, die Gesellschaft spaltet. In diesen Volkswirtschaften wird Wachstum mit geringstmöglichem Beschäftigungszuwachs die Norm werden. Besonders in deutschen Schlüsselbranchen wie dem Maschinenbau und der Automobilindustrie oder der IT- und Telekommunikationsbranche wird die Digitalisierung massiven Einfluss auf die zukünftigen Geschäftsmodelle haben. Die USA haben im weltweiten Vergleich zusammen mit China die Volkswirtschaft mit dem höchsten digitalen Anteil an der gesamten Wirtschaftsleistung. In den USA machen schon heute Investitionen im Bereich der digitalen Strategie etwa ein Drittel, 33% der Wirtschaftsleistung des Landes aus. In Deutschland liegen wir aber noch weit unter 25%, meine Damen und Herren, unseres Bruttoinlandproduktes. Der Hauptgrund für die niedrigen Investitionen deutscher Unternehmen und besonders im Mittelstand wird in den fehlenden Finanzierungsmöglichkeiten und der völlig unzureichenden staatlichen Förderung genannt. Deutschland wird allerdings nicht nur von den USA oder China technologisch abgehängt. So sind die Innovationsausgaben deutscher Unternehmen nur etwa 45%, noch nicht mal die Hälfte, von denen in Frankreich, Großbritannien oder Schwedens. Meine Damen und Herren, wie stehen wir im internationalen Vergleich der Bildung einer unserer wichtigsten Rohstoffe da? Die Digitalisierung entwickelt sich weltweit in unglaublichem Tempo auch zum zentralen bildungspolitischen Thema. Zu einer entscheidenden Frage über die künftige Rolle und Bedeutung unserer, der deutschen Volkswirtschaft. Um am Arbeitsmarkt auf eine stärkere Digitalisierung vorbereitet zu sein, ist es wichtig, Weiterentwicklung im System der dualen Berufsbildung, der Hochschulen und des lebenslangen Lernens voranzutreiben. Um weltweit nicht abgekoppelt zu werden, braucht Deutschland massive Investitionen in Lehren und Lernen, damit junge Menschen auf die Welt von morgen vorbereitet werden können. Im System der dualen Berufsausbildung müssen über alle Berufe hinweg und in den entsprechenden Curricula die Anforderungen und Chancen einer stärkeren Verbreitung des digitalen Wandels vermittelt werden. Nur aber, wenn es also darum geht, dass Schulen nicht den internationalen Anschluss verlieren dürfen,
wird immer die Forderung unserer ideologiegetriebenen Bildungspolitiker laut, dass Laptops und andere IT-Geräte einfach nur in den Unterrichtsräumen eingeführt werden sollen. Meistens schon ab der ersten Klasse. Auf die Frage aber, welchen Zweck neben der technischen Bedienung sie denn dienen sollen, bekommt man in den meisten Fällen von diesen ideologiegetriebenen, ich sag mal linksgrünen Bildungspolitikern, keine oder nur unzureichende Antworten. Aber auch im Bildungswesen gilt wie in der Wirtschaft, Technologie darf nie Selbstzweck sein. Denn wer ein Smartphone, PC oder iPad bedienen kann, ist noch lange nicht digital kompetent. Während wahrscheinlich nahezu jeder Jugendliche heute in den sozialen Medien aktiv ist, hat eine jüngste Studie aus Stanford gezeigt, dass 80% der Schüler von Mittelschule über Highschool bis ins College bezahlte Werbung, sogenannte Sponsored Content, nicht von Inhalten unterscheiden können. Alle können die Geräte bedienen, aber nur die wenigsten hierzulande verstehen, wie digitale Ökosysteme funktionieren und miteinander zusammenhängen. Auf welche Quellen eine gegoogelte Antwort zurückzuführen ist, weshalb das Dashboard zu einem bestimmten Ergebnis kommt, ich habe gehört, englische Begriffe dürfen wir nennen, viel mehr Sinn auch nicht, und dass ein Newsfeed bei Facebook überhaupt nicht kuratiert wird. Genau deshalb ging Deutschland auch beim digitalen Lernen den USA hinterher, während wir in Deutschland, wenn überhaupt, oftmals nur die Klassenzimmer mit Computern statt mit den richtigen Inhalten versehen, investieren die USA in Education Technology, kurz EdTech, so jedenfalls nennen die Amerikaner das neue Feld des digitalen Lernens, in neue außergewöhnliche Bildungsplattformen viele, viele Milliarden Dollar. Zusätzlich entstehen praktisch als Abfallprodukt neue innovative Unternehmen in den USA, die sich rasant den Weltmarkt zusammen mit den Asiaten für digitale Lernplattformen aufteilen. Da können unsere sogenannten Bildungsexperten aus Deutschland die Entwicklung nur noch mit Staunen verfolgen. Wird Deutschland zukünftig ein Schwellenland? Die Rückständigkeit und die dadurch gegebene Bedrohung der deutschen Wirtschaft zeigt sich vor allem an statistischen Kenngrößen. Und jetzt anschnallen. Deutschland hat nur 3% seiner Fläche, hauptsächlich in urbanen Räumen, mit schnellen Breitbandnetzen, unsere sogenannten Autobahnen der Zukunft, ausgerüstet. 3%. Tschechien 32%. Schweden 41%. Kein asiatisches Land unter 38%. Damit sind wir eines der Schlüssellichter der führenden Industrienationen. Beim Zuwachs der Internetgeschwindigkeit liegen wir an 22. Stelle. China, Taiwan und Schweden bilden das Führungstrio. Meine Damen und Herren, nur 15% deutscher Unternehmen nutzen Social Media für die externe Kommunikation. Neue Kommunikationstools werden in Deutschland erstmal ignoriert und anderen Nationen überlassen. Aber nicht nur die Politik oder Wirtschaft. Gerade deshalb auch die deutsche Bevölkerung hat gravierende Defizite im Bereich Internet und Computerwissen. Nur rund 38% der deutschen Bevölkerung sollen über mittlere bis gute Internetkenntnisse verfügen. Ein weiteres elementares Problem ist die Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von amerikanischen Internetkonzernen. Nicht nur im Bereich Social Media kommen fast alle für Deutschland relevanten sozialen Netzwerke aus den USA. Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube und so weiter. Aber auch im normalen IT-Business liegt die USA vorn. Apple, Cisco, eBay, Intel, Google, Microsoft. Die Liste ist endlos lang. Ich glaube, wir haben SAP. Auf der anderen Seite steht China, das ebenfalls an Bedeutung gewinnt und sich technologisch weiterentwickelt und sich durch Aufkaufen von Technologien, vielfach aus Deutschland, wie zum Beispiel KUKA oder Extron, im Weltmarkt positionieren wird. Aber warum bezeichne ich die Digitalisierung als das Öl der Zukunft? Deutschland und Europa befinden sich im Zangengriff, gerade von den USA und China. Wir versäumen gleichzeitig, eigene Kompetenzen aufzubauen
Ein Umdenken in der Politik und Wirtschaft muss unserer Meinung nach dazu führen, die Entwicklung neuer digitaler Technologien auch politisch voranzutreiben. Im Moment befinden wir uns in einer technologischen Abhängigkeit, die sich gefährlich auf die Entwicklung für Deutschland auswirken kann. USA und China stehen im Vergleich zu Deutschland, aber auch Europa deutlich besser da im Bereich der digitalen Technologien. Während wir noch über das Urheberrecht streiten, wird in den USA und China schon an neuen Technologien gearbeitet. Wir hinken der Entwicklung immer hinterher und haben so kaum Möglichkeiten, selbst zu gestalten und, was das Wichtigste ist, internationale Standards zu setzen. Ein elementares Problem dieser Abhängigkeit ist die Tatsache, dass amerikanische oder chinesische Unternehmen die Rahmenbedingungen jederzeit zu ihrem Vorteil verändern und verbessern können. Jederzeit. Und ich bin mir sicher, dass sie das auch tun werden. Während in Zeiten des 21. Jahrhunderts große Teile des digitalen Wandels technologisch und intellektuell beherrscht, wird ähnlich großen Einfluss auf die Welt haben wie die OPEC im 20. Jahrhundert. Wird damit die technologische und intellektuelle Beherrschung der Digitalisierung in Zukunft tatsächlich auch ausschlaggebend für den weltweiten Einfluss auf die gesellschaftlichen und politischen Ausprägungen sein? Beherrscht in Zukunft der die Welt, der Daten und Informationen über jeden und alles jederzeit zur Verfügung hat und somit die Instrumente zur weltweiten Manipulation von Verhalten und Meinungen? Oder fürchten wir uns völlig grundlos vor einem eingebildeten Big Brother? Ein französischer Philosoph namens Gilles Deleuze sieht die Kontrollweltgesellschaft kommen. Ich denke, wenn sie denn kommt, und wir können sie nicht verhindern, sollten wir auch an den Hebeln der Macht sitzen und selber gestalten. Herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, nach diesen drei kompakten Vorträgen würde ich vorschlagen, bevor wir in die Diskussion einsteigen, 10 Minuten Luft holen, Pause. Applaus